Also ist das gar keine echte Hitler-Münze, sondern... Es ist eine echte. Scheiße, ich sollte aufhören, mit 13-Jährigen zu flirten. Scheiße. So, bitte? Wir wollen eine 1. Also, Tag erstmal, wenn wir schon auf Loslegen sind. Ja. Tag erstmal. Hi. Also ich führe jetzt ein Interview über dich und da müsstest du halt meine Fragen jetzt spontan beantworten. Mhm. Also erstmal so persönliche Daten wie, alt bist du eigentlich? Ah, 20. Aus welchem Land kommst du? Von hier. Deutschland, genau. Nationalität, Deutsch. Von hier? Guck dir das mal an. Wer ist das? So, Familie, wie viele Geschwister hast du? 6. Da hab ich nichts mitbekommen. Wie kamst du zur Musik? Ich habe mich schon seit vielen Jahren sehr für Musik interessiert. Und das ging eigentlich so los. Ich habe einfach mal als dumme Blödelei losgelegt, dass ich hatte ein USB-Mikrofon für Band Hero und habe da irgendeinen Scheiß reingesungen. Das war nicht gut, das war nicht qualitativ hochwertig, aber die Leute haben es gefeiert und bis heute ist ja nicht so, dass ich die gute Stimme habe, sondern dass der Kernpunkt eigentlich der Humor ist. Ja, und da habe ich mich einfach damals mit diesem Mikrofon hingesetzt, habe irgendwelchen Texte geschrieben zu irgendwelchen Beats, die ich aus dem Netz geklaut habe. Aber ich habe mich auch schon seit Jahren für Musik interessiert. Also das ist nicht so, dass es jetzt plötzlich kam. Wie lange bist du schon im Musikgeschäft? Geschäft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube so 2012 ging es so los, dass ich dann dieses Mikrofon... Also ich hatte für Band Hero so ein Mic, das war richtig schlecht, richtig ranzig. Und da habe ich einfach irgendwie mit Audacity so Freeware irgendeinen Scheiß aufgenommen. Da ging das so los, 2012 rum. Kannst du mal eine Hörprobe einblenden, damit man mal hört, wie schlecht das war. Sound of time, yeah, yeah, jetzt geht die Party, genau jetzt. Früher warst du in der ersten Klasse, bist du noch jung und unerfahren, in der neunten besser und bekommst du mal ein Taschenmesser. Du überlegst, was du später werden willst, Müllmann oder Polizist, ist zu hart, du willst lieber was erfinden, denn Erfindungen machen reich. Doch wenn du Kneipe sitzt, wirst du ganz bleich, es ist dir peinlich, keinen einzigen Heller mehr zu haben und jetzt fängst du an, die Schätze auszugraben. Nehmt euch mal Zeit, denkt doch mal nach über die Zeit, sowas. Oder für Robin, das war ja auch noch so. Genau, was. Genau. Yes. Ich war ganz alleine und hatte keine Freunde, doch dann traf ich dich und schwor die Ehe treue. Wir machten dann ein Video, ein zweites gleich dazu. Wir waren so erfolgreich im Nu. Übelst viele Abos, wir waren so hoch. Die Fans wurden mehr, das einfach so. Ein paar Tage später klopfte Google an, verdient jetzt Geld mit YouTube, Mann. Das habe ich mit einem 5€ Saturn-Mikro aufgenommen. Was für Sachen setzt du so ein bei deinen Sachen jetzt, wenn du Musik machst? Was setzt du ein? Mehr so. Instrumente. Beats, die aus dem Netz geklaut werden. Ja, okay. Welche Art von Beats jetzt? Gehen die mehr so in Richtung Pop oder Hip-Hop und so? Ja. So. Welche Songs oder Alben sind bis jetzt bei dir erschienen so? Es gibt ein Demo-Tape und halt alles, was ich mal auf meinem Kanal findet, ist eigentlich von mir released worden. Also das geht von Texten, die ich nicht geschrieben habe, auf Beats, die ich nicht produziert habe, aber die halt mir gehören, über Texte, die ich geschrieben habe, auf Beats, die ich nicht produziert habe, über Texte, also allerhand, allerlei, Game-Songs, teilweise groß, größer, weiter, umfangreich. Hm. Also von A bis Z alles dabei. Ja. Mit welchem Lied gab es den Durchbruch? Es gab bisher keinen Durchbruch. Das ist eine Lüge. Was sagt ihr? Gab es einen Durchbruch? Nee, es gab einen Aufbruch. Ein One-Hit-Wonder. Das sind übrigens meine Freunde. Das schneiden wir dann alles raus, die Freunde. Du hast keine Freunde. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, Watch Dogs oder was? Die Orwa-Book, die das Internet begeisterte, die Let's Player-Szene für sich gewann. Zerrüttete.
als dass ich habe schon Leute gehört, die auf irgendwelchen Servern den Watchdog-Song gesungen haben, weil der einfach eine eingängige Ohrwurm-Hook hat. Mhm. Das Lied an sich ist nicht so gut, aber der Beat und die Melodie macht, dass jeder, der Watchdogs hört, sofort an das Lied denkt und an die Melodie und das dann auch nicht aus dem Kopf kriegt. Das ist ein Ohrwurm-Potenzial. Dazu kommt noch der Text, Watchdogs, auf die Watchdogs, und der Watchdogs, es kommt raus, also man merkt sich das auch gut. Mhm. Deswegen. Und da habe ich dann noch eine weitere Version gemacht. Aber die ist mit einem besseren Mikrofon auch aufgenommen worden. 2014, weil Watch Dogs wurde ja verschoben, da habe ich dann eine Version gemacht, die aktuellen Daten beinhaltet und noch ein paar Extras, Dubioses, allerhand. Okay. Ja. Welche Songs sind außerdem noch sehr bekannt? Auf der 1 Watch Dogs, auf der 2 Assassin's Creed 4 Song. Das ist auf einem Ska-Beat. Assassin's Creed 4. Über die Macht des Meers wegsetzen, Assassin's Creed 4. Mit der Klinge Leute verletzen, Assassin's Creed 4. Oder mit dem Boot von Strand zu Strand hetzen, Assassin's Creed 4. Eddie sucht im Sand nach Schätzen. Wo ich auch sehr viel mit mehrstimmigen Parts gearbeitet habe, wo ich teilweise vierfünfstimmig singe. Na, nicht ganz so viel, aber so fünf Spuren übereinander legt, Stimmspuren. Captain, wir müssen heute noch ein paar Schiffe versenken. Mario Kart 8 Song. Mario Kart, fahr an die Wände. Mario Kart, ohne Geländer. Mario Kart, Spaß ohne Ende. Mario Kart 8 bringt dir den ständigen Adrenalinschub, schub durch den Booster, boost dich und mach den Gegner zum Loser. Größer, weiter, schneller und immer mehr. Die nächsten Wochen verlasse den Raum nicht mehr. Mehrfach, nächtelang, online, Rennen fahren. Dritter, zweiter, ich weiß, dass ich es schaffen kann. Einfach der Beste sein, wie keiner vor mir war. Ganz an der Spitze sein, ich kenne die Gefahr. Warum der so viel hat, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich geht der auch ins Ohr. Sonic Lost World wurde mal geteilt. Hallo YouTube! Habt ihr Lust auf eine Party? Habt ihr Lust auf eine Party? DJ, schmeiß an! Sonic Lost World, es gibt so viele Dinge. Sonic Lost World, hol möglichst viele Ringe. Sonic Lost World, wirst du vom Feld getroffen. Verlierst du deine Ringe, das will ich für dich nicht hoffen. Sonic Lost World, es gibt so viele Dinge. Sonic Lost World, hol möglichst viele Ringe. Sonic Lost World, wirst du vom Feld getroffen. Verlierst du deine Ringe, das will ich für dich nicht hoffen. Sonic Lost World. Sonic Lost World. Sonic Lost World. Sonic Lost World. Yeah. Ja, das sind so die meistgeklickten, die ich hier gerade vor mir sehe. Ah. Okay, welcher Song ist gerade aktuell? Mein neuester ist halt Mario Party zurzeit. Boss ist wer das Gameplay hat, die anderen halten fest zusammen. Asynchrones Gameplay, Bowser kämpft gegen den Rest der Welt. Neue tolle Spielideen kann man sich ruhig mal ansehen. Bin gespannt, ob's Bock, andernfalls wird es geblockt. Boss ist wer das Gameplay hat, die anderen halten fest zusammen. Asynchrones Gameplay, Bowser kämpft gegen den Rest der Welt. Neue tolle Spielideen kann man sich ruhig mal ansehen. Bin gespannt, ob es bockt, denn andernfalls wird es geblockt. Das hier auf der 10, auf der 12, mit 1557 finde ich eigentlich ganz, ganz gelassen, diese Klickzahlen. Dafür, dass ein neuer Song ist, dafür, dass er nicht so in den Kopf reingeht, aber dafür, das Video war auch nicht sonderlich aufwendig gemacht. Das habe ich alles zu Hause gedreht größtenteils, ja, weil ich das hochladen wollte und diese Aufnahmen auch genutzt habe. Ja, das ist mein neuestes aktuell. Aber es kommen weitere, das wird immer sich aktualisieren.
Worum geht es meist in deinen Texten? Ja, wie gesagt, ich thematisiere halt Videospiele, dass ich einfach die neu erscheinenden Spiele nehme, alle Informationen, die ich dazu habe, hier zum Beispiel aus Printmagazinen zusammensammle. Da gibt es dann Artikel über, was weiß ich, Splatoon, oder? Hier, da kann man dann Informationen rausnehmen, sich Witze rausklauen. Was gibt's denn hier? Coole Kalmare. Waffenwahlqual. Richtig witzige Wörter haben die da eingebaut und die kann man halt perfekt in den Songs verbauen, weil die Printmagazine kauft halt kein Schwein. Deshalb merkt auch keiner, wenn ich daraus einfach Sätze klaue und in meinen Texten unterbringe. Okay. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Das ist so okay. Ja, okay, gut. Wie gehst du eigentlich mit deiner Berühmtheit um? Ist schwer zu sagen. Also ich rede mit jedem Menschen normal, wie ich mit normalen Menschen auch reden würde. Wenn du jetzt auf der Straße mal angesprochen bist oder auf Feier oder halt, was weiß ich. Dann ist halt, ey, hallo, und bist halt so cool mit dem, wie du auch mit normalen Menschen redest, wenn du den triffst. Also das ist jetzt auch gar nicht so, dass man jetzt denkt, dass man da einen übelsten Schwall an Leuten kriegt, die einen anschreiben. Aber wenn, dann muss man da also auch dementsprechend reagieren, dass man höflich bleibt. Wenn es halt zu viel wird, dann sagt man, yo, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. So, ist ja auch nicht schlimm, das einfach mal zu sagen. Aber es sind noch keine Fan-Crowds um mich rum. Das ist nicht der Fall. Okay. Gut, dann war schön mit dir. Hey, zeig mal, du bist doch noch gar nicht durch. Ich bin noch gar nicht durch. Hast du schon noch Fragen? Das sind nur noch so Aufgaben. Niederbeispiel. Ach du heilige Scheiße. Bilderoptik. Zeig dein Gesicht mal kurz der Kamera und lächle dabei. Vielleicht so, dass man das so festhalten kann. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, es wird geil. Letztes Jahr auf der E3, da war sehr viel los. Es wurde viel gezockt, es wurde Neues gezeigt. Doch das Beste kam von Ubisoft, die haben die Scheiße gerockt. Sie bringen ein Open World heraus. Ich bin mir sicher, das wird alles umwuppen, wenn ich mir die Grafik anschau, fängt mein Maul an zu suppen. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus. Ich komm die nächsten Wochen nicht mehr aus meinem Haus. Meinem Haus, hey! Handys hacken, Stromausfall. Ausfall. Menschenchaos überall. Überall. Man müsste sich das mal ansehen. Schau mal da. Ich glaube ja, das Spiel wird schön. Jetzt geht die Party. Man hat die Macht über das System. Ich glaube, sowas hat's noch nie gegeben. Das Spiel wird geil, es wird mega, vielleicht so gut wie das fünfte GTA. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt,
im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus. Oh nein, da kommt die Polizei. Ich drücke auf meinem Handy einen Knopf. Da kommen Pfähle aus dem Boden. Die Polizei fährt hinein, ich bin sicher. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus.